Hallöchen, meine Damen und Herren. Wie läuft das Ganze denn mit den Rängen weiter, sobald der Release da ist? Werde ich zum Beispiel im Stream recht oft gefragt. Hier nun meine Worte dazu. Jetzt bitte auf, Monika zu ärgern, ja? Sonst muss ich mal eingreifen und das wird heftig. Wir wissen ja alle, dass es Seasons in CS2 geben wird. Und aktuell befinden wir uns in der Beta-Season. Somit hat jeder seinen Beta-Season-Rank. Sobald das Spiel released wird, beziehungsweise die nächste Season startet, viele mauscheln ja, es gibt nicht den direkten Release von CS2, sondern eine Open Beta, die dann released wird, in die dann jeder rein kann. Man braucht dann keine Einladung mehr, jeder kann CS2 Beta spielen. Es ist noch nicht das volle Game, sagt man, sondern das kommt dann erst später. Mag sein. Ich könnte mir dann vorstellen, dass der Beta-Season-Rank auch noch bleibt. Es ist halt dann eine offene anstatt eine offene, geschlossene, offene Beta, so wie es ja jetzt gerade ist, mit Einladung und so weiter. Aber sobald die Beta durch ist, wird das Spiel dann eben released und dann sollte eigentlich die erste normale Season kommen. Je nachdem, was für eine Jahreszeit wir dann haben, wird es halt dann die Winter Season oder Spring Season oder sonst was. Ich denke, dass der Rang dann zum Teil genullt wird, beziehungsweise soft resettet wird. Es gibt einmal den Hard Reset, also diese Einspielung, die jeder hier von uns machen musste, 10 Spiele spielen und dann wirst du ungefähr einsortiert. Ein Soft Reset versteht sich zumindest in manchen Spielen so, dass du deinen Rank verlierst, aber in ungefähr demselben Bereich wieder 1 bis 3 Spiele gewinnen musst, und dann bist du da auch wieder, so plus minus. Außer du verkackst halt alle deine Einrankungsspiele, dann fällst du natürlich immer weiter. Aber so könnte man dann zum Beispiel so ein Soft Reset hier in Counter-Strike anwenden. Natürlich könnten sie es aber auch so machen, dass sobald eine neue Season erscheint, der Rang dann genullt ist und du wieder 10 Spiele machen musst, um den Rank zu erhalten. Grundsätzlich sind die Seasons eine Sache, die sich viele gewünscht haben, weil Counter-Strike einfach langweilig wurde. Du hast einen Rank und wenn du den erreicht hast, also Global zum Beispiel, dann war es das. Dann war Counter-Strike für einen durchgespielt. Das war irgendwie langweilig. Gerade darum haben sie sich ja so viele Seasons gewünscht, dass man immer wieder aufs Neue in eine Season reingeht, sich einen Rank erspielt und vor allem den Rang halt dann halten muss oder weiter hoch möchte, um dann am Ende der Season einen guten Abschlussrang zu haben. Eben bei den Leaderboards konnte man ja auch sehen, dass man bei Seasons einen kleinen Pfeil, ein Dropdown-Menü hatte und da würden dann wohl in Zukunft auch andere Seasons auftauchen. Also ich glaube, es läuft wie folgt ab. Wir haben jetzt die Beta-Season, wir haben alle unsere Ränge und die sind irgendwo displayed. Sobald dann das Spiel released wird und wir nicht mehr in der Beta sind, wird es dann halt die Start-Season geben oder Winter-Season, Spring-Season, Summer-Season oder was weiß ich, First-Season, wie sie sie eben nennen wollen und du musst dir deinen Rang wieder neu erspielen. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es vor allem dann eine komplette Nullung ist, wenn nicht sogar immer. Also das heißt, du hast keinen Rang mehr, musst 10 Wins machen, so wie jetzt eben auch bei der Beta-Season und hast dann halt deinen Rang, den du dann wiederum halt verbessern kannst, je nachdem, wie du spielst. Welche Frage ich sehr wichtig finde, ist, wo ich dann meine vergangenen Ranks ansehen kann, also die aus den ausgelaufenen Seasons, zum Beispiel den Beta-Season-Rank. Denn Seasons machen ja nur Sinn, wenn du eben auch halt das irgendwo sehen kannst. Wie habe ich letztes Jahr gespielt, wie habe ich das Jahr davor gespielt? Das wird wahrscheinlich irgendwo dann displayed werden und ich denke, du kannst wahrscheinlich bei diesem Dropdown-Menü einfach dann durchgucken. Steht dann Summer-Season 2023, Winter, was weiß ich, 26, je nachdem, wie lange man eben reindattelt. Ich denke, CS2 wird jetzt dann auch erstmal eine ganze Weile sehr aktuell sein. Mindestens 10 Jahre, I think. Und ja, ich denke, genau das passiert mit den Rängen. Wir haben ja über die Ranks ein paar Mal im Stream gesprochen mit Leuten, die eben gefragt haben, hey, werden die Ränge noch resettet, weil ich habe noch keinen Zugang, aber meine Mates schon und die konnten sich schon hochkämpfen und wenn ich dazukomme, hätte ich gern, dass halt dann alle wieder genullt sind, so irgendwie. Die Leute waren aber wiederum dann irgendwie erschrocken, als ich gesagt habe, ja, wahrscheinlich wird jeder Rank immer wieder resettet. Du hast keinen festen, sondern du hast immer pro Season einen neuen Rang. Was ja aber eigentlich genau das ist, was sich halt jeder gewünscht hat. Weil dieses, du kannst doch nicht mehr Hardstack sein oder nicht mehr so richtig für eine Season schon. Aber wenn du der nächsten Season dann einfach ein bisschen mehr, einen besseren Anstoß gibst, vor allem am Anfang und dich es schaffst, dich höher einranken zu lassen, kannst du halt nicht so leicht irgendwo Hardstack sein. Und falls doch, wartest du halt auf die nächste Season, so mehr oder weniger. Natürlich versucht man sich immer rauszukämpfen. Aber ihr wisst, was ich meine. Es gibt auch nicht die Leute, die auf Global sind und da für immer halt sind, beziehungsweise wie früher ihren Rank einfach verlieren, wenn man inaktiv wurde, sondern man kann sich jede Season einen neuen Rang erspielen. Immer und immer wieder aufs Neue macht es Sinn, dann eben auch reinzudatteln. Und das ist geil. Und diese Rank-Sache wird ja sogar noch auf die Spitze getrieben, weil sie gesagt haben, wir werden für jede Map einen eigenen Rank haben. Dort haben sie in ihrem Beispiel, also Valve selbst hat in dem Beispiel noch die alten Ränge genommen und zum Beispiel gesagt, du kannst halt auf Office und Global haben, auf der Map Office und kannst aber halt auf Inferno dann, je nachdem wie du spielst, nur DMG sein und musst halt dann die Maps auch grinden, um dir dann die einzelnen Map-Ränge zu holen und das ist halt also ein perfektes Herangehen, um Langzeit, Dings, Motivation in den Leuten aufbrennen zu lassen. Genau dadurch macht man das. Wenn du einen statischen Rang hast, ist es scheiße. Aber wenn du immer wieder aufs Neue den Rang erkämpfen musst und eben auch auf den Maps, gut, ich weiß nicht, wie die Map-Ränge sein werden. Global ist dann für immer oder läuft der auch ab nach einem Monat oder geht es auch über Seasons? Das denke ich aber eher nicht. Ich denke, die Map-Ränge sind wahrscheinlich tatsächlich fest.
und ja, durch dein aktuelles Weiterspielen, weil du ja immer wieder neuen Ranger spielen musst und deinen neuen Season-Ranker wieder verbessern möchtest, bleiben ja auch die Ränge auf den Maps dynamisch, weil du sie halt spielen musst. Außer du spielst jetzt ganz speziell ein paar wenige Maps, die du eigentlich nie spielst. Tuscan spielst du ein halbes Jahr lang, um darauf global zu werden und dann nie wieder. Ich weiß es nicht, wie sie das mit Inaktivität dann halt laufen lassen. Hier am Ende nochmal der wichtigste Punkt. Ich und auch viele andere gehen stark davon aus, da sie ja Seasons angekündigt haben und bereits eine Season integriert ist, die Beta-Season, dass es einen Rank-Reset geben wird, soft oder hart, zur nächsten Season hin, wenn das Spiel dann released wird, und dass es danach immer wieder Resets geben wird, weil es halt immer wieder neue Seasons gibt. Diese Season-Ränge wird man sich irgendwo anschauen können, in so einer, wie so einer Trophäensammlung, dass du sehen kannst, wie du über die Jahre oder über die Monate halt gespielt hast. Ich freue mich da auf jeden Fall sehr drauf, egal wie sie es jetzt am Ende dann halt implementieren werden. Es wird bestimmt richtig geil und auch die Map-Ränge fühle ich. Also da wird man auf jeden Fall sehen, wer halt wo ordentlich reindaddelt und ja, wo halt nicht. Wir dürfen also bestimmt noch ein Weilchen den Rang bestaunen, den wir uns aktuell erspielt haben und auch die Ränge der anderen eben bestaunen, weil ich denke, es ist dann wirklich bald soweit, dass ein Season-Wechsel eintritt. Und bevor ich es vergesse, lösen wir noch geschwind ein Giveaway auf und machen ein neues. Sudele, wir haben hier einmal das letzte Spotgesser-Video. Da gab es eine UMP 45 Exposure für euch. I think, vielen Dank für 21 Kommentare. Wir ziehen hier direkt den Gewinner raus. Man sollte, ich weiß gar nicht, was man schreiben sollte, kennen ja so circa 15 Fixpunkt-Smokes. Man sollte wahrscheinlich über die Smokes schreiben, ich gucke es nach. Man soll sagen, ob man Fixpunkt-Smokes und so weiter kennt, optimal. Monsieur oder Madame, bitte einmal unter diesem Video melden, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und hier in der Kanalinfo bitte noch deinen Trade-Link einpacken. Dankeschön. Und dann hauen wir noch was Leckeres raus, und zwar einmal hier Dual Berettas Flora Carnivora. Man macht hier wie immer über die Kommentare mit, und zwar schreibt ihr einfach etwas zu dem eben angesprochenen Thema. Also wie seht ihr das mit den Rängen? Rank Reset? Ja, nein, vielleicht? Habt ihr Bock drauf? Wie ist es? Sofern man dazu irgendwas im Kommentar stehen hat, ist man automatisch im Giveaway mit dabei. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, meine Damen und Herren. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Kommt gerne ran. Viewergames, Skin Giveaways, Spaß und so weiter und so fort. Later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.